aus. Vielen Dank, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Wir haben Sie als Vertreterinnen und Vertreter von Regelungsgemeinschaften, von Initiativen, von aus dem Integrationsbeirat. Wir haben Sie sehr herzlich heute einmal ins Rathaus einladen wollen, weil es gestern, eigentlich schon vorgestern Abend, aber dann gestern diese schreckliche Erkenntnis gab, dass es in Hanau ein, man weiß gar nicht, wie man es nennen soll, es ist eine Mischung aus Amok, aber auch kriminellen Angriff, Attentat, es sind richtig Menschen ermordet worden. Und stündlich bekommen wir in solchen Fällen, also wir in der Politik, mehr Informationen. Und es war im Laufe des Vormittags dann klar, dass diese schrecklichen Ereignisse einen, ja, man muss schon wirklich sagen, einen rassistischen, rechtsextremen Hintergrund haben. Wir sind mitten im Wahlkampf, das war tatsächlich eine besondere Situation, weil alle Parteien wahrscheinlich, aber jedenfalls für die, die ich vertrete, hatten jetzt so richtig ein Wahlkampffinale noch mal vor. Wo man also mit Macht seine Botschaften unter die Welt, in die Welt bringen möchte. Und uns war klar, wir können das jetzt eigentlich nicht einfach so weitermachen. Weil es in so einer erschrockenen, traurigen, deprimierten und ja wirklich auch besorgte Stimmung in der Stadt nicht angemessen ist, so zu tun, als sei irgendwo anders was passiert, aber wir machen eben das, was wir eh vorhaben. Daraufhin fand ich sehr gut, dass es aufgrund einer anderen Initiative gelungen ist, dass Menschen auf dem Rathausmarkt zusammenkommen konnten, um einerseits ihre Trauer, ihr Mitgefühl Ausdruck zu verleihen, aber zugleich auch zu protestieren und demonstrieren, dass wir in unserer Stadt das, was die Grundlage für solche schrecklichen Taten ist, nämlich dass wir jede Form von rassistischen Äußerungen, von rechtsextremer Rhetorik in Parlamenten, dass all das wirklich aus unserer Sicht mit dazu beiträgt, dass solche schrecklichen Taten entstehen. Es ist ja nicht das erste Mal in kurzer Zeit, sondern es ist nach anderen Ereignissen dieser Art ein weiteres Mal, und deswegen ist, glaube ich, auch tatsächlich eine so spontane, größere Versammlung zustande gekommen, in der unsere Bischöfin Frau Fers ausgesprochen hat, was man in so einer Situation sagen kann. Ich finde es sehr ermutigend, oder einerseits war uns immer wichtig, eine Sprache zu wählen, bei der nicht Eindruck entsteht, Opfer dieser Straftaten sind besondere Gruppen. Es passiert ja leicht, alle diejenigen, die dort ermordet worden sind, hatten ja einen aktuelleren oder weiter zurückliegenden Migrationshintergrund. Wir wollten aber ausdrücklich nicht formulieren, dass Menschen mit Migrationshintergrund Opfer und Anschlagsgegner waren, sondern wir sind alle von dieser Art von Kriminalität betroffen. Trotzdem ist mir von einer mir bekannten Person mit bekanntermaßen Migrationshintergrund SMS geschickt worden, die lautete: Ich bekomme langsam Angst. Mhm. Und das war keine besonders ängstliche Person. Deswegen fand ich es sehr bemerkenswert, dass alle, die ich getroffen habe, spontan gesagt haben, wir müssen jetzt ein besonderes Zeichen setzen. Und nachdem das dann erfolgt war, war unsere weitere Überlegung, dass eine solche symbolische Zusammenkunft ja schnell wieder vergessen ist, dass wir das gestern jetzt gemacht haben, dass ein Tag später die Berichte in den Zeitungen stehen, die dann sozusagen die konkreten schrecklichen Folgen schreiben. Aber wir wollen irgendwie versuchen, jetzt eine Stelle zu finden.